Herzlich willkommen zu einem verschnittenen Video hier vom Kanal Felix Gamer und heute spiele ich mal wieder FIFA 23. Eigentlich wollte ich ein Video machen, wo ich meine FIFA-Spielerkarriere mache. Da wurde aber nichts draus, weil ich da Plexscreen war. Und dann wollte ich als Überraschung noch am Ende ein Player Pick öffnen. 5 Player Picks und also 5 Spieler und also 90 plus. Entweder Shapeshifter, Footies, Tots Moments. Und der ist jetzt schon auf und ja, aber ich habe jetzt nur Rüsselior gesehen. Das heißt, wir öffnen jetzt den Player Pick. Also ich öffne jetzt den Player Pick hier im Video. Und vielleicht mache ich danach noch was Cooles. Und der erste Spieler ist Rüsselior. Den habe ich aber schon, leider. Der nächste Spieler. Ihr könnt ihn schon sehen, aber ich nicht. Ich gucke nicht hin. Ich mache meine Augen so halb zu, damit ich nur sehe, welcher, was das für ein Kartendesign ist. Und zwar, jetzt kommt ein Team of the Season Moment. Aus Frankreich, La Liga, Real. Lass mich raten, es ist Fikir. Ja. Okay, jetzt geht's weiter mit Premium Footies, Italien. MLS. Toronto. Der ist stark. Alter. Aus einem 90 Plus Pack. Also aus einem 90 Plus Spieler Pick von Shapeshifter, Tots Moments und Footies. Das kann eigentlich gar nicht besser werden. Ich lasse mal meine Augen auf. Weil ich weiß, da kommt jetzt was Schlechteres. Aber, naja. Mal gucken, was ist. Fofana. Ey, aber warte mal. Moment mal. 1, 2, 3, 4. Da kommt noch einer. Der ist bestimmt auch schlechter als Insigne. Also, der muss ja. Vielleicht so gut wie Rüsselior, aber. Nee. Okay, da gucken wir mal hier. Also, der nächste ist. 3, 2, 1. No way. No way. Nein. Nö. Nein. Nö. Nein. Ist das echt? Das ist echt. Ach du. Nein. Warte mal. Moment mal. Wenn ich das gerade richtig verstehe, habe ich Rüsselior schon und ich dachte, das wäre der Beste. Dann kam Fekir. Ich dachte ja schon, dass Rüsselior wäre der Beste. Dann kam Insigne. Ich dachte, das kann nicht mehr besser sein. Dann kam auch Fofana. Aber dann, ich habe gedacht, der wäre mindestens so gut wie Rüsselior, aber das ist einfach Reus. 97er. Nein. Nee, warte mal. Ich bin sprachlos. Das ist extrem krass. Ich kann nicht mehr richtig reden. Das ist in. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das könnte sogar mein bester Spieler sein. Und ich habe viele Gleichspieler. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ich
weiß nicht, was ich sagen soll. Alter, das ich hätte. Nee, nee, nee. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe ja nicht mal das da geöffnet. Ich habe ja 90 plus geöffnet, das da. Na, das ist nee, nee, das gibt nein. Nee. Das ist echt. Also also ich bin sprachlos, ich habe einfach 97er Reus bekommen aus dem 90 Plus Pack. Oh, ich könnte den auch für Brand machen. Oh, ich glaube, ein guter Stürmer ist besser als ein guter ZM. Holy damn. Das. Alter. Das ist jetzt mein Team. Perfekt. Ach du meines. Meine. Das. Also, also, ich hab noch ein Pack. Ich hab hier noch, ich hab noch ein Pack, aber das, das ist niemals. Ihr habt gesehen, das war so ein Goldpack. Und der ist tauschbar. Ah, 20, 30. Erst Reus, jetzt Burkini 92er, von dem ich noch nie gehört habe. Und auch noch ein Groß. Sieben 23. Das. Wow. Wie viel Backlog habe ich bitte? Jetzt sehe ich jetzt hier auch noch mal Donnarumma 99er oder Lewandowski 99er. Also ich bin jetzt so sprachlos. Das war, ich hatte, habe noch nie einen besseren gezogen als ihn, als Reus. Oder als Burini. Ich habe mir, wenn dann, alle gekauft. Oder den besten, den ich jemals gezogen habe, ist. Den habe ich nicht gezogen. Also den besten, den ich je gezogen habe, war. Das war auch ein gratis Pack, das ich da hatte. Also ich habe einmal SBC gemacht, habe ich Tschech bekommen. Aber ein richtiges Pack, das habe ich auch noch geschenkt bekommen. Also von EA. Da war Roussillon, Witzel und noch ein paar drinne, die jetzt aber gerade nicht in meinem Team sind. Das ist aber nicht so krass, wie Reus zu bekommen. Und dann noch diesen 92er. Nee, nee, das ist. Das glaubt mir niemand, wenn ich das jemandem erzähl. Also. Nein. Das ist.
ich muss kurz. Ah, ich kann ja leider nicht. So, also, ich spiel mal eine Runde. Bin nicht so gut, aber ich spiel einfach mal eine Runde mit Reus. Mit meinem neuen Reus. Das ist. Ich bin immer noch sprachlos. Junge! Komm runter, Felix. Da meine Backen tun schon weh vom Lachen. Also vom Freuen. Ich habe gerade einen ganz schlechten Ping. Oh mein Gott. Ich darf Sie herzlich begrüßen, oh liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Was hat der für Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Okay, der hatte wir viele Leihspieler. Wir sind heute zu Gast in den Champions Playoffs. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Schade. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Leckt. Bei Ihnen sehen wir heute FIFA eine eher wieder ungewöhnliche Formation. Kann man so. Und jetzt diese Chance. Super, wie er das viele hätten schon gedacht, der geht rein, dieser Ball, aber nee. So. Dafür ist er einfach zu gut. Icardi. Ja, stark. Gute Aktion vom Torhüter. Stark, Tschech. Oh, er meldet die Pause an. Da haben wir Tolisso. Wenn ich jetzt ein Tor mache und der dann rausgeht. Gute das wäre big. Ball weiter im Spiel. Und ich glaube, der geht raus. Fairland wegen Fußball. Meinem Save. Reus! Was für Reus! Oh mein Gott, Reus! Reus, du Ehrenmann! Alter. Ich kann es immer noch nicht fassen. Reus! Alter. Reus hat direkt das erste Tor gemacht. Let's go! Geht der raus? Oder will er mich triggern, indem er jetzt die ganze Zeit wartet? Reus. Alter, das ist nicht normal. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht Reus mehr zu verhindern. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Trotzdem, aber wenn man mit Reus zum Schuss kommt, ich sag ganz ehrlich, man trifft's immer. Man trifft immer. Ronaldo. Ich dachte, safe, der geht vorbei. Der kein ging dann rein. Ecke kommt ins und? Zentrum. Stark. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Am Ende kommt Puskas. Also nicht durch. Puskas hat bei mir 49 Tore. Mach dein 50. Tor. Ja. Das ist sein 50. Tor. Das 50. Tor in dem 50. Spiel von Puskas. Wow. Also für meinen Verein. Und Reus im ersten Spiel ein Tor. Let's go. Sie fordern den Schuss. Peter Cech ohne große Mühe. Auf Reus! Und Reus. Super Reus lässt sich auch gut spielen. Aber Tripling jetzt nicht so. Ferenc Puskas. Ach, da. Keine da habe ich aus Versehen gepasst. Hier ganz problemlos gehalten. Boah, das macht so Spaß mit meinem neuen Team zu spielen. Ferrati. Das ist natürlich ein guter Pass. Ja, das hätte was werden können. Was für eine Chance! Der geht nicht rein. Was hab ich da gemacht? Ab er kann aufatmen aus dieser Szene, wird erstmal nichts. Fast das Tor, aber das ist einfach klasse. Ah, aber jetzt erstmal auf. Gegentor. Also 1-2. Wunderbar gemacht. Das ist eine ganz typische Schade. Szene natürlich. Aber
2-1. Ich führe immer noch. Hier ist noch alles drin. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Ey, aber der muss auch ein starkes Team haben, wenn der Icardi und so hat. Ah, schade, schade, schade. Da ist die Chance. Oh, Lattentreffer, Lattentreffer. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Sie können sich absolut auf ihn stark. Das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Die Mitspieler bieten sich an. Und Reus. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Reus. Jetzt Reus. Da ist der das Torwart schwach da gemacht. Ah. Da habe ich aus dem Sinn geschossen. Wollte aber passen. Ich dachte, ich hätte nicht den Ball. Wollte dann eigentlich in den Zweikampf gehen. Kann jetzt über außen kommen. Mauro Icardi. Chance auf den Ausgleich. So, zwei Scheiße. Und jetzt ist hier 2-2. Zwei Tore lagen sie hinten. Aber sie haben nie aufgegeben. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2-2 passiert. Oh, die legen sich beide hin. Kommt hier vorbei. Die haben Fuffi auf dem Boden gefunden. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Ich kann es immer noch nicht fassen. Deswegen spiele ich gerade auch so schlecht. Schönes Zuspiel hier. Ronaldo! Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Aus dem Angriff wird also nichts. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Er zieht ab. Den hält er natürlich. Mauro Icardi. Verratti. Chance. Gut. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Tolisso. Stark. Ausgetribbelt. Jetzt hat er den Ball wieder. Gelegt. Wäre vielleicht die natürlich Chance, hat's gelegt. Die Fans machen sich sonst hätte ich geschafft. Noch die Chance da. Oh, oh stark. Werden können. Gut, dass er da stand. Jetzt mit Puskas. Der ist so schnell. Er bleibt weiter. Der hat einen 5 auf dem Boden gefunden. Oh, ich wollte an ihm vorbei. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird's eng. Reus! Gehalten! Unglaublich wohl! Was für ein sensationeller. Kommt jetzt Reus hier oder? Nee, Puskas. Der kurze Eckball. Sie suchen Brand. Sie können den Ball erstmal abblocken. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. So, was ist da? Roberto Carlos. Ja, wird hier gut unterstützt. Reus, Brand, auf Puskas. Er holt sich den Ball. Da lag wohl jemand im Weg. Er hat gedacht. Sie kommen jetzt über außen. Das kann die Führung werden. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr. Stimmt, das steht ja unentschieden. Da können Sie kontern. Ich führe ja nicht mal mehr. Nachspielzeit eine Minute. Ja, gut. Marco Reus. Reus. Oh mein. Es Halbzeit. In die Pause. Da ist der Pfiff. Holy damn. Bra. Komm, es geht weiter. Ich fasse immer noch nicht, dass ich Reus habe. Die Musik. Ich weiß nicht, ob die Copyright ist. Deswegen übertone ich hier mal. Aha, ja. Ja. Aha. Okay, es weiter. Kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich meinte nicht, ob die Copyright ist, sondern ob das Copyright in Musik ist. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Und damit sind sie vorne. Oh, ist das ein Spiel. Ich sagte, der gerade. Und jetzt das. Wer hätte das mein gedacht? Gegner hat gerade seinen großen Bruder gerufen. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein Ich mach ihn nach.
Oh, das wird was, das wird was. Das. Oh! Ich habe mich gut vorgearbeitet. Roberto Carlos im Weg. Ronaldo. So noch der R9. Schöner Steilpass. Warum werden alle Ronaldos immer so gut? Also, wenn sie die Dinger nicht reinmachen, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn hier die Geschichte vielleicht sogar noch mal kippt. Ja, obwohl, so der R9 hieß ja mit Vorname Ronaldo, nicht mit Nachname. Aber seine trotzdem Diamant. Ronaldo. Reus jetzt am Ball. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Und hätte ich Pelé 99 gezogen, dann wäre das Stadion wirklich... Jetzt hier reingab. Obwohl, geht ja gar nicht. Was, da war ja keine Icons erlaubt. Ein Tor. Absolutes Traumtor. Was für ein Seinfallzieher. Der hat seinen großen Bruder gerufen. Oh, und dann noch mit Leihspieler. Also, haben wir ja bereits gesehen. Ich würde niemals einen Leihspieler in mein Team machen. Vielleicht bei ganz alten Videos. Modric am Ball. Versucht es aus großer Entfernung, aber das ist dann doch eher harmlos. Toll gehalten von Peter. Es kann sein, dass sie mich nicht hört wegen diesen Modric Fans. Chance lebt noch. Ah, das weil es hier so laut ist. Aus, da haben sie den Ball. Schön abgeblockt. Ne, weil ich gerade auf der Gamescom bin. Aber meine Maus ist im Weg. Wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. Abseits. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Fahne ist oben, abseits. So, und jetzt sind hier noch Fußball, ja. Minuten zu absolvieren. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Das macht er richtig gut. Machen Sie jetzt gut. Ist gefährlich. Souverän, wie Sie das hier machen. Nächstes Tor, drin der Ball. Die Führung damit. 3 Tore. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5:2. Den Ball hat er gut geholt. Schade. Ist das die Möglichkeit? Nö, ist es nicht. Gehalten. Da ist der Ball hier erstmal weg. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Erstmal gut zugemacht. Reus. Am Ball Jérôme Roussillon. Gute Aktion jetzt. Unnötiger Ball. Ach mein Gott. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Es ist immer dasselbe. Mann. Ich guck mal, ob vielleicht schon jemand meinen Spieler gekauft hat oder die. Oder jemand schon ein Angebot gemacht hat? Nö und nö. Ja. Dann würde ich sagen, ciao. Wegen ciao, Henrike. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's mit dem Video. Und ciao. Leute.